Er hebt ab. Der diesjährige Christbaum für den Münchner Marienplatz. Der Startpunkt seiner Reise, das 75 Kilometer entfernte Peiting. Ein besonderer Moment für den Markt im Landkreis Weilheim-Schongau. Natürlich freuen wir uns da tierisch drüber, dass Peiting den Zuschlag bekommen hat für den schönen Baum, für unsere Weißtanne, für den Münchner Christbaum zum Münchner Christkindlmarkt. Und jetzt ist er verladen, jetzt gibt es kein Zurück mehr sozusagen. Und ja, wir freuen uns jetzt drauf, wie er da erstrahlen kann in München. Heute um 9 Uhr ging es los mit den Arbeiten. Im Endeffekt werde ich jetzt vom Auto gerade in den Baum reinkommen, dann werde ich ihn beim Anschlagen, mich abseilen und dann geht's los. Über 10 Mann waren damit beschäftigt, die 27 Meter hohe und 3,2 Tonnen schwere Weißtanne zu fällen und unversehrt zu verladen. Damit der Christbaum auch sicher auf dem Marienplatz ankommt, musste der Markt Peiting ein paar Vorkehrungen treffen. Wir haben auch im Vorfeld keine Fotos des Baums veröffentlicht, weil wir Angst hatten, dass irgendjemand halt einen Schabernack anstellt und entweder Äste wegschneidet oder den besprüht oder was auch immer, weiß man ja nie. Und genauso ist es jetzt bis zur Abfahrt, wird natürlich der Transporter bewacht bis heute Nacht. Also da ist aussichtslos, dass jetzt noch irgendwie Schaden verursacht wird an dem Baum. Bevor es heute Nacht um 2 Uhr mit dem Schwertransporter Richtung München losgeht, musste nur noch die Tanne auf dem LKW gesichert werden. Morgen um 10 Uhr soll sie bereits vor dem Münchner Rathaus stehen. Na dann, gute Reise.